Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum großen Finale von Last of Us 2. Ja, Freunde, heute ist es soweit. Das große Finale von diesem Meisterwerk Last of Us 2 steht an. Unglaublich, was das für ein Spiel ist, an dieser Stelle nochmal gesagt. Was wir hier alles erlebt haben, auch schon vor 2 Jahren, als wir das zum ersten Mal Let's Played haben. Unfassbar. Wir hatten vorgestern das Halbfinale gehabt. Heute kommt das große Finale. Wir sind mit Ellie hier angekommen, an dem Segelschiff, wo sie auf der Suche nach Abby ist. Und sie hat jetzt herausgefunden, dass Abby auf dem Weg zu diesem 2425 Constance ist. Und dort wurde sie ja, wie ihr gesehen habt, vorgestern in Gefangenschaft genommen. Und genau hier machen wir jetzt weiter, Leute. Ich hab Bock, Digga. Ich hab Bock. Das große Finale. Egal, wie lange diese Folge heute geht, das wird das große Finale. Boah, ich krieg direkt hier Uncharted-Vibes, ne? Guckt's euch an. Guckt euch Ellie einfach an. Sie ist älter geworden. Wahnsinn. Freunde, ich will jetzt nochmal alle, die... Ich weiß, es haben nicht so viele dieses Let's Play geschaut, weil sie es schon damals bei mir geschaut haben. Aber ich will jetzt, dass alle an dieser Stelle einen dicken Daumen nach oben da lassen für das letzte Last of Us 2 Let's Play. Und ja, ab nächster Woche werden wir hier auf diesem Kanal mit einem neuen Spiel starten, und zwar The Devil and Me. Und dann haben wir zeitgleich 2 Horrorspiele, Resident Evil und The Devil and Me. Und genau jetzt geht es los mit der großen Reise mit Last of Us 2. Das sieht doch gut aus. Alter. Genießt es nochmal. Genießt es, die letzten Stunden, die letzten Minuten. Ich weiß nicht, wie lange dieses Let's Play gehen wird, aber boah, voll der schöne Strand hier, Alter. Hier kann man sich auf jeden Fall zurückziehen. Definitiv. Aber überall sind natürlich auch diese Zombies und so. Das dürft ihr nicht vergessen. Überall sind Klicker. Alle sind sie am Start. Okay, ich glaube, wir müssen da rüber. Irgendwie kommen, warte mal, springen. Ah, krass, dass Ellie einfach Dina zurückgelassen hat, ne? Nur, um jetzt nochmal Abby zu holen, weil Tommy war ja bei ihr gewesen und hat gesagt, wie kannst du sowas machen, und ja. Krass, Alter, krass, krass, krass. Wirklich, das Spiel, mir fehlen die Worte dafür. Ihr könnt auch nochmal bitte, jetzt noch nicht, guckt euch das Let's Play zu Ende an, und am Ende will ich nochmal von jedem von euch, der sich dieses Let's Play mit mir hier reingezogen hat, deine letzten Worte zu diesem Let's Play hören. Von jedem von euch möchte ich einmal bitte hören, was ihr zu dieser Let's Play-Reihe sagt. Und ja, es wird, glaube ich, heute nochmal echt krass werden. Es wird echt krass werden. Ich weiß nicht mehr zu 100%, was kommen wird. Ich habe es natürlich schon gezockt vor 2 Jahren, das wissen ja auch die meisten. Deswegen, ja, kann ich euch dazu nicht viel sagen, möchte auch nicht spoilern oder sonst irgendwas, was ich weiß. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ah, hier. Das macht voll die Uncharted und Last of Us Vibes zusammen, ne? Oh, komm, wir haben ja alles am Start. Waffen und so, alles korrekt. Wir können Sachen herstellen. Stimmt, lass mal erstmal ein paar Sachen herstellen. Komm, wie schnell sie das herstellt. Bumm. Die gute Ellie, Alter. Die letzte Folge war so krass schwer, ne? Mit Ellie da alle platt zu machen und so. Das war so, mit Abby da gegen Ellie anzutreten. Das war richtig hart. Ich bin hier und nach Santa Barbara rein geht's da lang. Okay. Was denn? Nye. Warte mal, können wir einen Schalldämpfer? Können wir keinen Schalldämpfer herstellen? Scheiße. Krass, überall. Überall sind diese scheiß Infizierten, ne? Ach du Scheiße, Leute. Wenn ich das sehe, ne? Genau so ein Ding bin ich gefahren, als ich meine Hand gebrochen habe. Und ich habe immer noch 2 Jahre später damit solche Probleme. Kann meine Hand nicht mehr richtig bewegen und belasten und so. Es ist unglaublich. Das ist jetzt ein Ding, was mich mein Leben lang begleiten wird, ne? Mit meiner Hand. Das ist so traurig. Ich weiß, ich wollte hier auf dich warten, aber es ist nicht sicher. Hier in den Wäldern sind überall Rattler. Ich kann nicht riskieren, wieder geschnappt zu werden. Ich warte dort, wo ich dir den Ping-Pong-Witz erzählt habe. Mir fehlt dein Lachen. Ich hoffe, du bist heil rausgekommen. Okay, das sind Rattler, die, glaube ich, Ellie erwischt haben. Das sah ja auch wie so eine Rockerbande, ne? Habt ihr ja gesehen. Abby, mein Gott. Abby, Ellie, Alter. Ich verwechsel die manchmal, Alter, vom Namen. Sorry. Also, Abby wurde ja letzte Folge in Gefangenschaft genommen von diesen Rattlern anscheinend. Und ich hoffe, Lev hat über... Oh, ich hab... Ich hör Klicker. Da. Richtig mal, Alter.
sind ja überall hier. Dahinter war gerade was. Lol. Ey, was? Was? Der hat mich denn gerade bekommen? Oha, Bruder, von allen Seiten kommen die auf einmal. Hallo. Was ist denn mit denen los? Alter! Bruder, diese scheiß Dinger, Alter. Junge, habt ihr das gesehen, wie schnell die auf einmal waren? Geisteskrank, Bruder, geisteskrank. Was haben die mit mir angestellt gerade? Junge, 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 Junge. Das sieht irgendwie aus wie in Mexiko, Alter. Das sind wir in irgendeinem Guerilla hier. Guerilla. Guerilla, Guerilla. Tortillas. Okay, weiter geht's. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Was ist das? Wo kam das her? Du Scheiße, da oben ist ein Klicker. Klick, klick. Bruder, guten Tag nach der Klicker, Alter. Was ist das denn, Bruder? Guck mal hier, Bruder. Jennifer Lopez war das. Bleib Maniac. Junge, das ist doch so laut, Alter. Ich will nicht wissen, wer das alles mitkriegt jetzt. Ey, das hat so Uncharted-Vibes, Alter. Ich schwör auf alles, Bruder, was ist das für ein Badezimmer? Solche Uncharted-Vibes kriege ich hier, ne? Ich mein's komplett ernst. Oh, wir haben 50 Zusätze. Wir können hier nochmal was Neues machen. Sprengpfeile. Lauschmodus. Reichweite. Das ist wichtig. Lauschmodus, Reichweite. Dass wir weiter hören können, wo die nächsten Leute sind. Und Freunde, heute beginnt ja auch die WM, ne? Krass, Alter. Seid ihr motiviert? Seid ihr hyped auf die WM? Also ich habe eigentlich schon Bock, Alter, wenn ich ehrlich bin, ey. Auf so geile Spiele. Ich hoffe, wir werden geile Spiele sehen. Bin gespannt, wer weiterkommen wird, was da für Spiele sein werden und so, wie es abgehen wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bei Gott. Ich habe den nicht gesehen, ne? Was? Zwei Schüsse, der Bruder Matthäus ist tot? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Alter, in dem Kuhdorf? Bruder, da ist noch ein Bluter. Renn doch, du dumme Kuh. Ey. Ja, die warten erstmal, bis der Schwanz da durchrennt. Ich glaube das nicht. Ich bin am Arsch, bei Gott. Ich bin am Arsch. Ich mein's komplett ernst. Alter. Immer noch Joels Revolver, ey. Junge. Ich glaube, das wird... Das wird ein sehr hartes Finale werden, Chat. Sage ich euch so, wie es ist. Es wird sehr hart werden. Wenn das schon jetzt so anfängt. Hier, Bruder, was ist hier passiert? Ich schwöre bei Gott, Abby, wenn die Infizierten dich getötet haben. Nein, 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 so dumm ist Abby nicht. Lässt er dich von Infizierten töten. Boah. Ich muss hier weg. Mom, ich werde mit den Rattlern reden. Tut mir leid, dass ich das dir so sage, aber ich wollte nicht, dass du mich aufhältst. Wir verhungern. Wir können hier nicht weg, wenn es dir und Abelua so schlecht geht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Wenn ich ihnen beitreten kann, wären wir alle geschützt. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich liebe euch und ich werde alles Nötige tun, um euch beide zu schützen. Arnie. Arnie und Bird. Arnie? Mach mal so eine Bombe, Alter. Diese Bomben müssen wir halt... Warte mal, Schockbombe. Ach, scheiße. Ich dachte, das ist ein Sprengler. Ich bin lost, Digga. Egal. Wir können mal gucken, ob wir noch irgendwas verbessern können an unseren Waffen hier. Boah. Wir können... nichts verbessern, außer hier den Rückstoß bei der Pistole. Ja, mach mal immer wenigstens das. Wenigstens etwas, ne? Etwas können wir doch immer verbessern. Ne, irgendwas können wir immer verbessern. Ja, ein Cerveza, un Cerveza, por favor. Ja, ja, Centrifugal. Okay, beruhig dich doch mal.
Ellie. Okay. So, wir schauen mal ein bisschen weiter. Ey. Was haben wir hier alles noch am Start? Weiter geht's. Boah. Ich schwöre, diese Stelle war gerade nicht einfach, ne? Ich meine es komplett ernst. Diese Stelle war absolut nicht einfach. Hätten wir nicht gerade einfach irgendwie abhören können? Oh, wo bin ich? Hier muss doch eine Straße sein. Wir hätten vorhin einfach hier abhauen können, ne? Ohne dass wir gegen die kämpfen. Manchmal müssen wir auch nicht kämpfen. Manchmal reicht doch. Boah, Digga. Oder. Okay. Santa Barbara liegt unten am Hügel. 2425 Constance. Wenigstens hat sie ein Ziel, wo sie hin muss, ne? Krank, guck dir das mal hier an. Sie muss da unten sein. Das ist ganz wichtig, dass wir das alles hier gerade finden, Alter. Erstmal ein Leben aufladen. Ich weiß noch, letzte Folge, wie Abby Ellie einfach verprügelt hat, ne? Boah, da bin ich fast runtergefallen. Und ich habe gedacht, Ellie stirbt, Alter. Ich dachte mir, hey, was ist denn hier nochmal passiert? Da geht's safe nicht runter, oder? Wo willst du denn hier runter, Alter? Stirb doch. Mal gucken, wo es weitergeht. Ich glaube, links, ne? Alter! Was war das für ein Sprung, Alter, von Ellie? Wichtig. Wichtig. Weiter geht's, Leute. Einfach UPS, UPS, Lieferdienst. Kennt ihr das? Einmal ein Paket, bitte. Sieht aus wie UPS. Kennt ihr noch UPS, Digga? Scheiße. Geht's hier durch? Ja. Oh mein Gott. Ah, fuck. Junge, wie schlau, Alter, wer diese Fallen hier aufgebaut hat. Komm schon. Ey, bist du dumm? Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und jetzt? Das war's. Sie muss doch mit sowas rechnen. Sie hätte damit rechnen müssen, dass irgendwo hier auch solche Fallen sein können. Dieser andere, der sie gefangen hat. Das ist der, der Abby gefangen hat. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Kün, wer ist für heute nicht? Gut sein lassen. Ja, hol das Ding runter und erneuer die Fall. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Annika! Hat sie dich erwischt? Nein, alles gut. Oh mein Gott. Alles gut. Oh mein Gott, der wäre fast infiziert worden, der Dreckige. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir in die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Warum provoziert sie denn so? Das, das ist dumm. Was? Das ist so dumm. Hey, komm schon. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist total am Arsch. Los. Wenn es zu komisch ist, hä? Ist lustig. Stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so gut. Das hat sie so gut gemacht. Alter, wie gut. Verdammte Scheiße. Wie gut hat sie das gemacht? Scheiße. Und hat den anderen nicht mal direkt umgebracht. Du sagtest Abby. Du suchst deine Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hatte einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Wo ist sie? Ja, das ist sie.
Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Sie ist immun. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Die muss ihn trotzdem umbringen. Muss sie machen, weil sonst wird er sie hinterherjagen. Das ist zu viel Risiko, hätte ich genauso gemacht. Was hat die so schlau gemacht, ey? Jetzt habe ich gar nicht gecheckt. Die hat ihn provoziert, damit er ihre Hand an ihn hält. Und dann hat sie das einfach ausgenutzt, die Situation. So schlau, Alter. Also auf sowas kommt doch nur Ellie an. Wirklich so schlau, was sie da gemacht hat gerade. Das war auch so gut. Wahnsinn. Wahnsinn. Schön zum Resort. Großes, rundes Haus. Schön zum Resort. Großes, rundes Haus. Scheiße, sie muss sich irgendwie heilen oder irgendwas. Ey, scheiße. Na, hat sie schon, okay. Shit. Fuck. Hier drüben! Zieht auf die Beine! Alter! Ich geh nicht zurück! Alter! Er hat eine Waffe! Ich geh nicht zurück! Gott verdammt! Scheiße! Alter! Okay. Woher hatte er die Waffe? Wir haben eine richtig geile Waffe, Alter. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist und achtet auf Infizierte. Das wollte ich doch gar nicht. Ja. Wenn ich rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt's hier verdammt nochmal Tote! Zeitverschwendung. Er hat schon länger Theater gemacht. Das war der dritte diesen Monat. Oh nein. Boah, der arme Hund, Alter. Okay. Wo sind die anderen? Der arme Hund, bei Gott, das fuckt mich. Da muss ich wieder Hunde töten, Alter, im Spiel. Wir können gar nichts dafür, Alter. Hunde. Die hören dann das, was du machst. Deswegen, Hunde sind keine bösen Tiere, Digga. Kann ich den vielleicht umbringen und den Hund am Leben lassen? Bitte nicht. Tu das nicht. Tu das nicht, Kleiner. Oh mein Gott, dieser Sound, Alter. Es tut mir so leid. Oder weißt du was? Scheiß drauf. Leck mir die Eier und brenn du Schwanz, Alter. Zack. Ganz easy, Digga. Große Gruppe. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten. Vor Monaten hat er gesagt. Er ist schon seit längerem hier. Gar nicht gut. Arme Lev, Alter. Mein Gott, der scheiß Rattler, Alter. Oha. Eieiei, Bruder, was ist denn hier gebrütet, gebraut, Alter? Diese ganzen Infizierten. Geisteskrank, Alter. Sieht aus wie die Toilette von Harry Potter, ey. Harry Potter. Seh schon, komm, ich komme wieder irgendwelche Infizierten hier. Luggage, Alter. Sieht aus wie bei Harry Potter, Dings, dieser Gleis 9¾, einmal durch die Wand, bitte. Wie gesagt, Freunde, wir müssen jetzt hier nicht jede einzelne Ecke durchsuchen und looten und sowas. Habe ich euch ja auch schon mal gesagt, ne? Wir haben das Spiel schon einmal ausführlich durchgezockt. Ich will das jetzt auf jeden Fall durchzocken mit euch gemeinsam. Aber wir werden jetzt nicht hier jede einzelne Ecke absuchen und das und jenes. Wir schaffen das schon. Klar, ich werde jetzt nicht hier durchrushen, keine Frage. Aber wir werden jetzt auch nicht hier... Was sieht mich denn? Hä? Da hinten... Was war das? Ich seh mal nach. Los, ich geb dir Deckung. Well, ist alles klar? Nichts. Ja, klar, schau mal nach. Alles klar. Auch diese.
MP-Munition, Freunde. Dann. Hey, hat mich an. Oh nein, nicht der Hund, Bruder. Nein, Bruder, nicht der arme Hund. Bruder. Alles klar. Hey. Lad. Bruder. Geil. Ich hab keinen Bock auf die Hunde, Mann. Arme. Alter, der arme Hund, ich schaff alles, das ist so. Du kleiner Bruder, hast du viel dieses Spiel auf PS3 damals gezockt? Das war's. Nicht da laufen lassen! Ey! Abby, Ellie! Ey! Junge, wie konnten wir jetzt hier. Wegen dem Hund, Digga! Junge, 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 ey. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, Alter. Oh, fuck. Ellie macht sie alle kalt. Alle. Jeden einzelnen. Und das erstmal alles schön hier herstellen, ey. Wir brauchen unbedingt Leben, Mann. Boah. Es bockt aber so unnormal, ne? Gerade hier wieder zu zocken, Leute. Unnormal geil. So haben wir unsere Waffe nochmal stärker. Und weiter geht's. Da an den Schienen hat er irgendwas gesagt. Ne, der meinte doch an den Schienen lang. Ja. Okay. An den Schienen. Großes, rundes Haus. Wenigstens hat er nicht gelogen. Er hätte auch einfach lügen können. So. Er dachte, vielleicht lässt er sie am Leben. Und er dachte auch, dass sie sich infiziert hat. Aber Ellie ist immun. Es wäre so geil, wenn es nochmal einen dritten Teil geben würde. Wo dann irgendwie eine Lösung gefunden wird, dass Ellie nicht sterben muss und irgendwie ein Impfstoff entwickelt werden kann. Stellt euch das mal vor, Leute. Oder so ein trauriger dritter Teil. Ellie stirbt, muss sich opfern, um die Welt zu retten. So, boah, Digga, das wäre so krass. Oha, das ist es. Wir sind da. Junge, die behandeln die einfach wie Sklaven, die ganzen Menschen dort, Alter. Das ist das Haus. Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Shit. Boah, das wird jetzt, glaube ich, richtig schwer. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern hier, dass es unnormal schwer wird, ey. Wie komme ich da rein? Und einfach nur wegen Ellie, ne? Abby. Was steht hier für ein Ding, Alter? Hey, Ratlas. Hier ist McGenzie. Ich bin draußen frei. Mein Mann starb, während er eure verdammten Tomaten pflückte. Wir sind nicht nur ein paar einzelne Versprengte. Ich komme mit den anderen wieder. Eure Zeit wird kommen. Oh, gibt's lecker Bier, Alter. Das sind Bierfässer hier. Super. Ein Bitter. Ein Bitter, bitte. Boah, diese scheiß MP hat mich so abgefuckt, Alter. Eigentlich eine geile Waffe, aber nimm halt kaum Munition dafür, ne? Ja, da geht's nicht weiter. Oder doch, da geht's weiter. Hallo. Was soll das denn haben? Diese scheiß Wunde, Alter. Komm schon, komm schon. Du schaffst es. Noch ein kleines Stück, Kumpel. Lass ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Ach, scheiß drauf. Ich hatte ihm genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Wärst du bestimmt lieber nicht geflohen, oder, Anthony? Boah. Sind das Wichser, Alter. Sind alle ausgerottet, jeder einzelne von denen. Den hole ich mir zuerst, diesen Schwanz. Wichser, Alter. Dreck. Wir werden angegriffen. Ist mir scheißegal, Alter.
Ausreißer! Da drüben! Kette. Oha. Stark. Okay. Ich hätte sonst gedacht, dass wir vielleicht den abschneiden können. Ja, das hätte ich gemacht. Abschneiden, dass der auf die anderen losgeht. Das wäre so eigentlich mein Plan erstmal gewesen. Aber ich war so abgefuckt auf diesen einen Typen, der einfach gerade Dingens, wie heißt es? Der da so mit dem gespielt hat, Alter. Der dreckige Hund, Alter. Hat mich gerade so abgefuckt, Leute. Deswegen, manchmal kann man Emotionen nicht kontrollieren. Das ist eigentlich nicht gut, Leute. Ich bin leider manchmal so ein Mensch. Lass mich teilweise leider echt zu sehr von meinen Emotionen leiten. Auch im echten Leben, ne? Das muss ich mir noch manchmal ein bisschen abgewöhnen. Ein bisschen rationaler zu denken und nicht nur emotional, ne? Das ist ein wichtiger Tipp von mir, Leute. Versucht, wenn ihr Sachen, Entscheidungen trifft, das nicht nur aus eurem Bauchgefühl zu entscheiden, sondern auch euch genau darüber Gedanken zu machen und nicht nur auf emotionaler Ebene zu handeln. Das ist ein ganz wichtiger Tipp von mir für die Zukunft. Wir haben jetzt hier schön gelootet, da haben wir vielleicht auch noch was. Tauschen? Nein, wir haben das Ding, das ist sehr gut. Haben wir hier noch was? Nope. Okay. Dann kann es weitergehen. So, let's go. Das ist bestimmt zu, oder? Ja, das heißt, wir müssen links lang. Okay, let's go. Wo sind wir hier gelandet, Alter? Ah, da eine Schere. Komm mal zurück. So, L3-Tipp. Auch kein Tipp. Was für Tipp, Alter. Bin doch gerade schon hier am Laufen. Da oben geht's dann durch, 100%. Denken auch, ich komme nicht weiter gerade. Meinen die das ernst? Natürlich komme ich weiter. Ich weiß, wo es weitergeht. Hier oben rein. Vielleicht komme ich da raus. Hey. Mach das scheiß Radio aus, Copyright, ihr kleinen Hunde, Alter. Ja, Bruder, was soll ich jetzt hier machen, Alter? Kann man den nicht in den Dixie-Klo einsperren? Mach den frei, mach den frei. Geil. Sag mal, guck mal, ich bin vor der Infizierte. Oh mein Gott. Nein! Mann! Wichser, Alter! Oha! Schießt der ganze Band in dieser. Alter! Achtung! Oha! Ist er weg? Digga! Eins, zwei, zeig dich. Ey, die Waffe wollte ich doch gar nicht, Bruder. Ich wollte die Shotgun nehmen. Eigentlich wäre gut, wenn wir irgendwie die. Hier drüben! Oha! Hab ich ja gar nicht gesehen, den Wichser. Leben. Medikit anfertigen. Nein, nein, nein. Medikit anfertigen. Da können sogar zwei machen. Super.
Direkt zwei nehmen, oder? Nee, eins reicht. Weil sonst wäre verschwendet das zweite. Aber die Sache ist, wenn ich die Klicker losmache, am Ende fressen die mich selber auf, Alter. Ne, scheiß drauf, oder? Mach die Klicker nicht los, Freunde. Da sind überall welche, ne? Naja, wahrscheinlich habe ich keine Munition. In deinen Rücken, in deinen Rücken, in deinen Arsch. Oh, wie viele das sind, fuck. Egal, das heißt 1 gegen 1. Rudy! Rudy hat die Fresse. Los, ihre Munition ist leer! Oh mein Gott. Dachlan. Boom! Haben wir das hier geil gemacht, Leute, Alter. Das haben wir gerade so gut hier gemacht, Alter. Das war richtig auf diese Actionwelle. Zack, zarab, zapp, alles fertig gemacht. Genau so. Das hat gerade unnormal Bock gemacht, diese Stelle. So, hier. Nur die Klicker, ne? Das sind überall welche. So. Den haben wir. Weiter, weiter, weiter. Es gibt irgendwas zu looten, das ist auch wichtig. Looten, looten, genau sowas brauchen wir. Sowas. Wir dürfen nicht übersehen hier. Gehört! Sie rennt! Hier drüben! Scheiße. Wir sind genau richtig in dieser Kammer hier. Ich mein's ernst. Das ist Kammer des Schreckens. Das ist gerade sein Ernst. Komm, wie dumm kann man sein? Wie dumm kann man sein? Und tschüss. Ehrlich, das war sowas von dumm von der. Machst das so gut, Kleine. Bin wirklich stolz darauf, wie Ellie sich entwickelt hat, Alter. Was sie aus sich gemacht hat, so. Also, diese Person an sich, diese, wie sie drauf ist und alles. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Muss auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen looten hier, Alter. Genau, das ist ganz wichtig. Den Loot mitnehmen, Munition mitnehmen, alles mitnehmen. Versuchen auch alles nachzuladen, damit wir direkt schussbereit sind. Hier, perfekt, perfekt. Alles mitnehmen, überall reingehen. So, Pumpgun ist schon nachgeladen, super. Mal gucken, ob wir irgendwas herstellen können, irgendwas Wichtiges. So. Immer in Bewegung sein, Ernesto. Immer in Bewegung sein. Immer in Bewegung sein, warte. Du bist tot, hörst du? Was macht die da, Bruder? Die legt sich einfach hin. Das hab ich gar nicht gedrückt. Das ist zu viel, das muss zurück. Den nehme ich auch noch mit, diesen Pisser, Alter. Nimm das, du Sigi. Bruder, von allen Seiten, das ist krass. Wir haben keine Muni mehr. Das war's echt.
Oder von allen Seiten, Alter. Leck meine Eier, leck nicht meine... Nicht entkommen lassen! Alter, ich hab mich durchs Gebüsch geholt. Du kleiner Pisser, Alter. Boah, Bruder, was eine Stelle wieder, ey. Boah. Ich wär so geil, Alter. So geil, dass wir... Ey, wir haben bisher das Finale gezockt, ohne einmal zu sterben, Leute, ne? Vielleicht schaffen wir das Finale, ohne einmal zu sterben. Das wäre echt Rekord für mich. Ich weiß noch, vor 2 Jahren, wir sind unnormal oft gestorben. Wir brauchen hier aber unbedingt Loot, Digga. Unbedingt, wir brauchen unbedingt Leben. Wir müssen irgendwie Leben kriegen, irgendwie. Wir haben ja gerade schon, ne? Wir haben ja schon alles mitgenommen. Scheiße. Nein, Alter. Diese scheiß Klicker da unten, die gehen mir so auf den Sack. Meint die Klicker merken das, wenn ich sie befreie? Dann denken die sich so, boah cool, der hat uns befreit. Wir greifen jetzt die anderen an. Jawohl, ein bisschen Leben, immer gut, wichtig. Jawohl, wir können Medikit anfertigen, das ist so wichtig gerade. Das ist gerade so essentiell wichtig. Sehr, sehr stark. Noch eins geht leider nicht, aber immerhin haben wir wieder ein bisschen Munition. Was anderes, was wir herstellen können. Ein bisschen erweitern. Ich bin nicht so der Fan von diesem Pfeil- und Bogen-Chat, ehrlich, muss ich euch wirklich sagen. Da bin ich echt nicht so der Fan. So, überall. Aber das Spiel auf der schwersten Schwierigkeit durchzuzocken, ist, glaube ich, sehr schwer. Das würde ich mich vielleicht nochmal zutrauen in 2 Jahren oder so. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, dann kann ich mich null erinnern, ne? Einfach in so einem Palast, Alter. Was ist das denn jetzt hier? Genau, wichtig. Immer schön den Weg hinter dir versperren. Hä? Da geht's rein. Oh mein Gott. Alter, was? Oh mein Gott. Auch noch auf die Wunde von ihr. Stark. Ah. Jawohl. Öffnet sie, verdammt. Schlampe. Ich hab die Schlüssel. Ja. Die Tür. Zu den Waffen. Los, 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 mach schon. Los. Hier. Okay, los. Auf geht's. Hey, wo? Wo ist Abby? Sie hat einen Biss. Zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey, hey, hey! Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nichts zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Ach du Scheiße. Die denken wahrscheinlich, wir wollen sie retten. Wir müssen ja nicht sagen, dass wir sie töten wollen. Und Ellie hat sie alle befreit. Boah, die hat gerade so einen Kick bekommen gegen ihre scheiß Dingens da. Ah, das hat bestimmt so wehgetan. Shit. Ach du Scheiße. Zu den Säulen, komm. Wo steckst du? Mit solchen Schmerzen. Wo sind denn die ganzen anderen Soldaten hier? Ich höre Schüsse. Ach, weil die anderen jetzt abhauen, ne? Was eigentlich gut ist, eine gute Ablenkung, weil es fixieren sich alle auf die Leute, die ausbrechen. Ja. Scheiße, Alter. Das tut so weh bestimmt, ey.
Alter, hier brennt schon alles. Wahnsinn. Das ist immer wie so ein Film, Digga. Wenn irgendwas passiert, sofort brennt's. Es brennt. Scheiße. Ja, die Frage ist, wo ist Lev, Alter? Lev soll gerettet werden, der arme Mann. Der tut mir so leid. Der war so ein vernünftiger Junge, ne? Was der alles durchmachen musste, das ist zu krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Abby? Was ist sie? Was ist sie doch? Sie ist hier nicht. Alter. Oh, scheiße, Ellie, Alter. Nein. Oh mein Gott. Guck mal, wie dünn sie geworden ist. Oh mein Gott, guck mal, die Haare. Guck mal, wie Abby aussieht. Wo ist Lev? Oh, guck euch die mal an, Digga. Ist krank. Lev. Mein Gott, wie groß Lev geworden ist. Lev! Abby! Ich helf dir. Boah, Digga. Ich helf dir. Ich könnte sie jetzt niemals umbringen, Digga. Niemals. Auch für das, was sie getan hat. Ich will einfach nur umbringen. Da hinten liegen Boote. Mit letzter Kraft versucht sie. Ich krieg halt Gänsehaut am ganzen Körper, ne? Alter, wie sie abgenommen hat, ne? Wie dünn, ey. Boah, ist das krank. Brutal, Leute, wirklich. Da fehlen einem wirklich die Worte. Das ist doch das Cover vom Spiel. Das ist das Cover vom Spiel. Aber stell dir vor, jetzt könnte man die Entscheidung treffen. Das wäre das Krasseste überhaupt. Wenn man jetzt die Entscheidung treffen könnte, Abby töten oder einfach gehen. Das wäre geisteskrank, weil das sind zwei Boote. Das wäre geisteskrank, wenn man selber das entscheiden könnte. Sie sieht einfach gerade Joel und Ellie in den alten Zeiten. Sie will den Jungen retten, helfen.
kann ich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Lass es sein, Ellie, bitte. Das macht alles keinen Sinn. Joel hätte das niemals gewollt. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Die wehrt sich doch nicht mal. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast sie mit reingezogen. Okay. Okay. Alter. Alter. Damit doch gar keine Kraft mehr, Alter. Was machst du da, Ellie? Das ist so... Lass es sein, Ellie. Es reicht! Scheiße, Alter. Alter! Einfach den Finger abgebissen. Lass es sein! Boah.
das ist so krank. Leute, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, ne? Wirklich. Kein Spiel schafft es so, die Emotionen aus einem rauszubringen wie Last of Us. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, Leute, wirklich. Das macht mich so fertig gerade alles. Alter, da war beide Finger abgebissen. Beide Finger. Sie ist wieder zurück. Das ist krank. Wirklich, schreibt mal gleich eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Welches Spiel ist besser als das? Wirklich, sorry, das muss ich leider sagen. Da kann auch Uncharted einpacken. Da kann auch Uncharted einpacken bei dieser Story, ehrlich. Sie ist ausgezogen. Alles ist weg. Dina ist weg. Aber wie lange war jetzt Ellie denn weg? Kannst nicht richtig spielen, ne? Wegen den Fingern. Unglaublich. Leute, 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 Leute. Ist es zu Ende oder was? Hör auf, Digga. Nein, das ist immer Joel, Alter. Boah, Leute, Alter. Genießt die letzten Sekunden von diesem Spiel. Genießt es einfach von diesem Meisterwerk. Ich hoffe, es kommt Teil 3 raus. Bitte, ich bete zu Gott, dass Teil 3 rauskommt. Ihre letzte Begegnung. Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Wo die sich geküsst haben. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina.
Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... Sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Sieht sich. Ja. Ja, Freunde, das war's an der Stelle von Last of Us 2. Was für ein Ende, Alter. Das war ihre letzte Begegnung, bevor er gestorben ist. Dieses Spiel ist so ein Meisterwerk, wirklich. Wer das gemacht hat, der hat so viele Gefühle in sich, so ein guter Mensch, so gute Menschen, die dieses Spiel auf den Markt gebracht haben, so viele Emotionen. Dieser Satz, Alter, wenn Gott mir eine zweite Chance gegeben hätte, dann würde ich das genauso machen. Wahnsinn. Allein dieser Satz, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper bekommen, ne? Wirklich. Ja, Freunde. Das war's an dieser Stelle von Last of Us 2. Für mich von der besten Spielreihe, die es jemals gab. Schreibt jetzt gerne unter dieses Video eure finalen letzten Worte zu dieser Spielreihe, zu diesem Spiel. Danke, dass ihr alle am Start gewesen seid. Wirklich. Digga, es ist so schwer, die Tränen zurückzuhalten, Alter. Das ist so emotional alles, wenn du dir das genau durch den Kopf gehen lässt. Diese ganzen Situationen mit Abby. Das
Ellie am Ende Abby und Lev gehen lassen hat und sie verschont hat, das hat wirklich Stärke gezeigt. Unglaublich. Ja. Freunde, ich verabschiede mich aus diesem Video. Das war die letzte Folge. Danke, dass ihr alle am Start gewesen seid und ja, rest in peace, Joel. Mal gucken, ob wir jemals einen dritten Teil sehen werden. Wenn ja, wird er natürlich auf diesem Kanal kommen. Und ich freue mich, wenn jeder von euch, der jetzt gerade dieses Video geschaut hat, dann auch wieder am Start ist und ja. Wirklich sehr krass, Digga. Wirklich sehr krass. Das hat echt mein Herz berührt, dieses Spiel. Kann ich euch einfach so aus dem Bauchgefühl sagen. Wahnsinn. Ich verabschiede mich, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Oh, das ist Musik jetzt im Hintergrund. Das ist so krass, Digga. Das ist so krass. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao. We'll be right back.